In ihrem dritten Buch, Die Kriegerin, beschreibt Frau Dr. Dorit Stöfhase-Klaunig die Übung Der Flusslauf des Lebens. In der ersten Übungssequenz wird das verwurzelte Stehen demonstriert. Du stehst in einem schulterbreiten Stand. Die Beine sind leicht gebeugt. Deine Haltung ist aufgerichtet. Du lehnst dich etwas nach hinten, lehnst dich an dein Rückgrat an und in der Verbindung zum Rückgrat mit dem Gefühl von Rückendeckung und Rückhalt. Halt, den du im eigenen Körper spüren kannst und mit diesem das Gefühl, auch von ihm sicher getragen und geführt zu werden. Dich fallen zu lassen in den tragenden Schoß deiner Beckenschale, dich wiegend anzuvertrauen und sich dem inneren Fließen zu überlassen. Mit jedem Ausatmen dich mehr einzulassen, loszulassen und tiefer runter zu sinken. Runter zu deinen Beinen, die dich sicher und stabil tragen, und über deine Füße die Verbindung zur Erde nach unten herstellen. Von der Erde getragen zu werden und mit ihr das Gefühl von Sicherheit und natürlicher Stabilität zu erleben. Verwurzelt wie ein Baum mit der Erde eins zu sein. Mit ihr verbunden, von ihr getragen und von ihr genährt zu werden. Und so wachsen die Wurzeln bis in die tiefsten Schichten der Erde, bis zu den Tiefen des unterirdischen Wassers. Es ist das Fließen des Wassers in der Tiefe, im stillen, nicht sichtbaren unterirdischen Raum der Erde.